Ahoi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das Wetter wird langsam, deswegen eine Plattenvorstellung heute im Freien. Und ich musste die Woche etwas schmunzeln. Und zwar hat der Guido von Guidos Plattenkiste auch ein paar Schallplatten vorgestellt. Und der war auch bei sich im Garten oder draußen im Freien. Und er hat sich ein bisschen entschuldigt für seinen ramponierten Garten, der im Winter etwas gelitten hat. Aber Guido, ich kann dich da beruhigen. Das ist bei uns nichts anderes. Die Zeit kommt ja erst. Von daher, Schwamm drüber, ne? Aber wir wollen nicht über den Garten reden, wir reden über eine neue Platte. Und wenn es euch interessiert, nach dem kurzen Intro geht's los. So, da bin ich wieder. Und zwar geht es um das neue Album von der Band The Smile. Das Album heißt Wall of Ice, kam jetzt diese Woche raus. Das ist ihr zweites Album und wer die Band noch nicht kennt, das ist die Band rund um Radiohead. Also eigentlich der Sänger ist von Radiohead, der Gitarrist, meine ich, ist noch von Radiohead. Und am Drum haben sie einen Chess-Drummer. Das war ihr Debütalbum, das kam 2022, glaube ich, raus. War ein fantastisches Album, habe ich mir damals blind weggekauft und muss sagen, war sehr, sehr überrascht. Deswegen habe ich mir dieses Album auch blind weggekauft. Wie ich gesehen habe, sie bringen ein neues Album raus. Und ja, was soll ich sagen? Gehen wir mal zum Cover. Cover ist sehr schön gemacht. Ist auch wieder ein Gatefold. Diesmal aber nur eine Platte. Bei dem Vorgängeralbum waren es zwei Platten. Und wenn man die mal so im Vergleich holt, sieht es irgendwie so aus, als wäre das so eine zweite, wie einen zweiten Teil oder so. Weil schaut mal genau das Blau hier mit diesen Riffeln, das ist genau dasselbe wie hier auf dem Album. Also das ist nahtlos, geht das über. Das ist echt schön gemacht, auch von der Zeichnung her. Also kann man nicht meckern. Ich habe die normale Version in schwarzem Vinyl, gibt es auch in so einem Blau als limitierte Edition. Ich habe mir einfach nur die schwarze geholt. Zum Album an sich schwierig. Also ich sag mal so, wenn das Debütalbum gewesen wäre von der Band, hätte ich mir das nicht blind weggekauft, sondern vorher erstmal gestreamt, weil es ist schon ein sehr, sehr kompliziertes Album. Das erste war ja schon relativ kompliziert zu hören, aber war, ja, ich fand eins der besten Alben, die damals rausgekommen sind. Bei diesem Album bin ich sehr skeptisch, also noch. Ich habe ja schon mal gesagt, ich kann mir kein Album schön hören, ich kann mich in ein Album reinhören, wenn ich es öfters höre und merke dann, da ist was Interessantes, da ist was Interessantes. Aber mir ist dieses Album eigentlich zu ruhig. Es sind ein, zwei Sachen dabei, die sind ganz schön. Ich denke, das wächst auch noch. Aber das ist definitiv kein Album, mit dem ich direkt warm werde. Und ich denke, das braucht noch eine ganze Zeit. Deswegen weiß ich nicht, wenn das Debütalbum gewesen wäre, ob ich mir dann später noch ein zweites Album gekauft hätte, da wäre ich, glaube ich, vorsichtig gewesen. Klanglich ist es jetzt nicht mehr von Bob Ludwig abgemischt. Ich habe gelesen, irgendwie, der hat im letzten Sommer sich irgendwie zur Ruhe gesetzt. Deswegen ist dieses Album von jemand anderem abgemischt. Ich weiß jetzt aber nicht auswendig, wer es war. Klanglich ist es okay, also eigentlich auch gut. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Platte und zwar immer, wenn zwischen den Stücken höre ich so Störgeräusche, so ein Rauschen. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist mein Plattenspieler falsch eingestellt, alles nochmal überprüft oder so. Aber das ist alles okay und ja, das sind so Störgeräusche zwischen den einzelnen Tracks. Vielleicht einfach eine Montagspressung bei mir, kann ich nicht sagen. Die Platte an sich ist bei mir absolut plan, da gibt es nichts. Und wie gesagt, klanglich auch schön, aber es ist wirklich sehr, es ist sehr, sehr ruhig. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal blind weggekauft hätte oder ob ich vorher nicht mal reingehört hätte, mal ein paar Mal gestreamt und dann irgendwann gesagt hätte, jawohl, es ist was für mich oder es ist nichts für mich. Ich kann es nicht sagen. Also bin sehr, sehr, sehr zwiegespalten mit dem Album. Das erste hat mir wirklich grandios gefallen und dieses Album macht es mir richtig, richtig schwer. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist auch kein Album, wo ich sagen würde, oh super, klasse, höre ich zwei, drei Mal und das wird ein Top-Album. Von den Stücke her, wie gesagt, es sind wenig Sachen dabei, wo so E-Gitarre dabei ist, also wo es so ein bisschen nach vorne geht, dass sind wenig Sachen dabei. Es klingt sehr, sehr sphärisch. Es sind viele disharmonische Töne drin, sage ich mal, so ein bisschen, ja, vielleicht manchmal sogar so ein bisschen Richtung Pink Floyd. So, die haben ja auch teils Stücke gemacht, wo man sich sehr, sehr schwer muss reinhören. Ich bin zwiegespalten. Hört es euch selber mal an, vielleicht, wie gesagt, vorher mal streamen, bevor man es kauft. Vielleicht sagt man dann, na, nee, brauche ich nicht, das Geld kann ich mir sparen. Oder man ist der Meinung, was redet der Frank für ein Kappes hier? Das ist doch ein super Album, was hat der Frank? Kann natürlich auch sein, das ist Geschmackssache.
Ich werde es noch ein paar Mal hören und werde dann irgendwann mal berichten, wie jetzt so der Stand der Dinge ist mit diesem Album. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und das soll es gewesen sein zu meiner kleinen Vorstellung von Wall of Ace. Bis dann!